In dem heutigen Video beschäftigen wir uns mal den Modellbaubereich. Ich möchte euch heute anhand dieser kleinen Fässer Maßstab 1 zu 35 zeigen, wie man sein Modellbau altern kann und Rost- und Stahleffekt oder Eiseneffekt hinzufügt. Für diese Arbeit heute nehme ich mir das neue Set von Vallejo, das Rost- und Stahlset. Ein Komplettpaket mit allem, was man braucht. Da ist unter anderem sind die Farben mit dabei, ein Wash ist mit dabei, Pigmente sind dabei und Pinsel sind mit dabei. Und natürlich auch eine Farbpalette, in der man später die Farben einlassen kann und zum Abtupfen für das Drybrush. Des Weiteren ist eine kleine Anleitung mit dabei, mit dem nochmal alles erklärt wird. Das Nötigste, wie man die Farben aufbringt. Ja, wie gesagt, ich habe mir meine Fässer zusammengebaut. Nichts Schwieriges, kein großes Hexenwerk heute. Habe sie nochmal gespachtelt mit Plastikputti von Vallejo, um diverse Risse und Kanten, Risse zu entfernen. Habe dann die gerade angeschliffen, abgeschliffen und die Stoßmarken entfernt. Für das weitere Vorgehen jetzt werden die Fässer mit Silikonentferner entfettet. Und dann erstmal mit einem Primer grundiert. Dafür nehme ich mir den H2O-Primer von Malaysia, von JVR. Mit diesem bin ich bis jetzt ganz gut zufrieden. Er hält sehr gut, deckt auch in einem gewissen Grauton, den man für den Modellbau gebrauchen kann. Und spart sich somit auch schon mal einen Farbton, den man extra auftragen müsste. Ja, jetzt geht es dann weiter mit dem Grundieren. So, ich habe den JVR-Primer in meine Airbrush eingefüllt. Dafür benutze ich eine Evolution mit 0,2er Düse. Habe mir an meine Fässer mit Tesacrepp eine Halterung gebaut, damit ich jetzt dann nicht mehr die Dosen in die Finger nehmen muss. Ja, jetzt geht's dann los. Dann wird das mal grundiert. Immer Schicht für Schicht, sachte, also nicht zu schnell einfach hier die Farbe draufrotzen, sonst läuft das fest davon. Plastik ist ein nicht sauber Untergrund, das heißt, wir müssen sozusagen auch trocken sprühen. Wenn wir zu nass sprühen, kriegen wir Rotznasen, Verläufe oder es bilden sich Wassertropfen auf dem Plastik. Das möchte man nicht, deswegen müssen wir es immer sachte Schicht für Schicht sprühen. So, das mache ich jetzt noch mit den anderen vier Fässern und dann geht's weiter. So, die Fässer wurden jetzt alle grundiert mit dem JVR Primer. Wie man sehen kann, hat er auch eine sehr gute Haftung. Also es ist nicht gerade so, dass man den einfach wegbekommt. Und auch das Reinigen der Pistole später muss dann mit Airbrush Pistolenreiniger erfolgen. Oder wie in meinem Fall, ich ziehe mir gerade eine Portion Verdünnung durch und dann ist die Pistole gereinigt. Wenn man das aber macht, muss man sich sicher sein, dass die Pistole auch Verdünnungen, Aceton und so weiter verträgt und nicht, dass man sich da dann die Dichtungen ruiniert. Ja, die Fässer wurden jetzt grundiert. Durch die Spachtelmasse hat man leichte Strukturen mit drin. Im Normalfall würde mich das jetzt stören, wenn ich jetzt ein anderes Modell bauen würde. Da hier aber später Rost drauf kommt und Benzinausläufe und so weiter oder Öl, stört mich jetzt nicht. Da ist es sogar sehr praktisch, weil da hat man noch eine Struktur mit drin, die man nachher ausarbeiten können.
Ja, jetzt der nächste Schritt wird sein, das Dreibraschen, beziehungsweise nochmal einen Farbton auflegen und dann geht's los ans Altern und Verwittern. So, für den nächsten Schritt kommt ein Grundton auf die Fässer, da mir der Primer, das Primergrau nicht ganz so gut gefällt. In dem Set sind zwei Farben enthalten, einmal das Gunmetall und einmal ein Basaltgrau. Ich habe hier mal beide auf eine Diebenplatte gesprüht, damit man das sehen kann. Einmal haben wir hier oben das Gunmetall. Gunmetall ist halt eben ein richtiger Metallton. Und hier unten drunter haben wir den Basalt, die Basaltfarbe. Da mir das Gunmetall zu hell ist und zu sehr nach Metall metallic ist und das Grau mir zu dunkel oder zu eintönig, habe ich hier mir mal jeweils aus 2 zu 1 zwei Teile Basalt und einen Teil Gunmetall einen eigenen Farbton gemischt, den ich jetzt dann auf die Fässer auftragen werde. Ja, auch hier wieder in vielen dünnen Schichten. Die Farbe von Vallejo ist etwas stark pigmentiert bzw. sehr zähflüssig. Also habe ich sie hierfür für meine Verwendung mit einem Verdünner verdünnt, um die Fließeigenschaft zu verbessern, um eine milchige Konsistenz zu bekommen. Somit läuft die Farbe besser durch die Pistole, verstopft weniger und man bekommt einen feineren Farbauftrag auf dem Kanister selber. Wenn die Farbe dann später getrocknet ist, werden die Aufkleber abgemacht und gerade nochmal von unten der Boden noch angesprüht, damit wir auch das ganze Fass haben. Das sieht dann so aus. Hier wieder trocknen lassen. Und dann ist der Grundton von unserem Fass fertig. Dann können wir ins Altern gehen. So, unsere Fässer sind getrocknet. Wie man sehen kann, sehr schön der Farbauftrag. Der ist mir aber noch zu monoton. Und um noch Schatten einzubauen oder auch schon Ölschlieren und so weiter, werde ich jetzt mit dem Vallejo Wash, ist auf Wasseracrylbasis, leider nicht im Set enthalten, noch die Kanten und Rinnen vertiefen mit einem Pinsel. Dazu nehme ich meinen Pinsel, einen 5-0er, und fahre dann hier die untersten Ränder des Fasses nach. Der Farbauftrag ist etwas dunkel am Anfang. Wenn die Farbe aber trocknet, dann sieht das Ganze wieder anders aus. Das ist jetzt die erste Schicht, die ich mache. Wenn man möchte, kann man dann in Layern, also Schicht für Schicht, noch mehr Vertiefungen auftragen. So, hier ist das Öl schon rausgelaufen. Mache ich mir hier noch ein bisschen Öl hin und lasse es dann gerade nach unten laufen, ganz fein. Wie gesagt, wenn ich nachher möchte, dass es intensiver ist und dann kann ich noch mal drüber gehen. Aber lieber am Ende als am Anfang, nicht, dass wir dann zu stark dunkel werden und es uns nicht gefällt. Oben drauf genauso, haben wir ein bisschen Ölschmiere drauf, ein bisschen Schattierung in den Rändern rein.
So, normalerweise macht man vor dem Wasch, bevor man das Wasch aufträgt, versiegelt man das Ganze, damit sich das Wasch besser verteilen kann. Ich habe es jetzt nicht versiegelt, also muss ich auch hier aufpassen, wenn ich mit Wasser arbeite, dass ich die vorher aufgetragene Farbe nicht wieder zu sehr anlöse. Deswegen gehe ich gerade mit einem Pinsel mit Wasser verdünnt ein bisschen nach. Arbeite mir hier oben noch ein bisschen Struktur mit ein. Das habe ich hier alles schon mal gemacht, mit den anderen Fässern. Und da kann man das dann ganz toll sehen. Sieht das gleich ganz anders da aus. Auch die Vertiefungen von den Dellen wurden mit dem Wasch nachgemalt, um mehr Tiefe zu erreichen.